أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Liebe Muslime, die hier zum Freitagsgebet in dieser Moschee in Braunschweig versammelt haben. O Allahs Diener, der Koran al-Karim beschreibt uns im Koran, warum die Menschen in die Hölle gegangen sind. Ma salakakum fi saqar. Was hat euch dazu geführt, dass ihr in der Höllenfeuer seid? Und die Antwort, was dort gesammelt ist, in Surat al-Muddathir, ist vier Punkte. Vier Gründe, warum diese Menschen in die Höllenfeuer gegangen sind. Qalu lam naku min al-musallin. Wir gehörten nicht von denjenigen, die beten. Was noch? Wa lam naku nut'imul miskin. Noch gehörten wir zu den Leuten, die gespeisen haben, den Bedürftigen. Was noch? Wa kunna nahudu ma'al kha'idin. Und wir haben Geschwätz getrieben mit dem Schwätzenden. Was noch? Wa kunna nukadhibu biyawmiddin. Und wir haben das Jenseits, das Gericht, das große Gericht am jüngsten Tag verleugnet. So werden sie sagen, die Höllenbewohner. Was haben sie gesagt? Sie haben nicht gesagt, wir haben nicht gebetet, sondern sie haben gesagt, wir waren nicht von den Betenden. Wir waren nicht mit ihnen zusammen. Das Gebet hat uns nicht verändert. Das Gebet hat unsere Benehmen, unsere Ahlak, unsere Vertrauen zu Allah, unseren Iman nicht beeinflusst. Und das ist Katastrophe. Dass du dich verbeugst und dass du dich niederwirfst im Gebet, ohne dass dein Herz versorgt wird. Uns auszeichnet, liebe Geschwister, als Muslime unsere Gebet. Diese Ummati Muhammad, das Volk von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dem letzten Gesandten Allahs, auszeichnet das fünfmalige Gebet. Wo ist dein Gebet? Wenn du heute Morgen Fajr gebetet hast, wie kannst du dann deine Verträge nicht ernst nehmen, deine Versprechen nicht einhalten? Wie kannst du Verrat begehen? Wie geht das? Das Gebet soll dich ändern. Deswegen, warum sind diese Leute in die Hölle gegangen? Weil sie gehörten nicht mit dem Betenden. Sie haben nicht teilgenommen, wo die Betenden sind. Das heißt, ein Muslim sucht seinen Platz wo? Bei den Betenden. Er sucht nicht den Platz bei den Sündern, bei den Ungehorsamen, bei den Sittenlosen, bei den Ungläubigen. Der Muslim sucht seinen Platz bei den Betenden. Deshalb, liebe Geschwister, müssen wir uns fragen, welche Beziehung habe ich zu Allah Azza wa Jalla? Wie ist mein Gebet nach Koran und Sunna? Ist das das Gebet, was Allah und sein Prophet von mir verlangt? Und wenn du nicht stehen kannst, Allah sagt, sitze. Sitze betend. Wenn du nicht sitzen beten kannst, dann schlaf dich hin. Wenn du dich nicht zu Qibla wenden kannst, weil du bist krank, du bist gelähmt, dann bete in egal welche Richtung. Wenn du kein Wudu nehmen kannst, dann nimmst du Tayammum. Und wenn du auch nicht mal Sand mit Erde dich nicht reinigen kannst, deine moralische Reinigung machen kannst, dann kannst du beten ohne Tayammum. Wenn du nicht Fatiha rezitieren kannst, es reicht, dass du Zikr machst. Ein paar Worte Allahs gedenkst, das reicht schon. Wenn du dich nicht verbeugen kannst, wenn du dich nicht mal niederwerfen kannst,
dann kannst du mit deinen Augen Zeichen machen, das reicht schon. Wenn du sogar das nicht machen kannst, mit deinen Augen zu zwinkern, dann reicht es sogar mit deinen Gedanken. Letztendlich, Allah will dich fünfmal sehen. Allah möchte dich fünfmal sehen. Sende ihm Zeichen, dass du bist mit ihm, damit er mit dir wird. Schütze Allah, so wird er dich schützen. Wie sollst du Allah schützen? Indem du seine Gebote festhältst. Indem du von seinen Verboten fernbleibst. Und das ist ein Zeichen vor Untergang der Erde, dass es Nationen und Menschen kommen werden. Sie werden den Weg ihrer Vorfahren verlassen. Und sie werden das Gebet vernachlässigen und werden ihren Gelüsten folgen. Und das sehen wir heute. Dass diese Leute, sie denken, sie haben gebetet, aber in Wahrheit, sie haben nicht gebetet. Wie im Hadith bei Abu Huraira radiallahu anhu in Sahih Muslim überliefert wird, dass ein Mann in die Moschee gekommen hat und hat gebetet. Und nach dem Gebet, er hat den Gesandten alayhi salatu wassalam begrüßt. Und der Gesandte hat gesagt, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kehre zurück und bete nochmal. Du hast nicht gebetet. Daraufhin hat der Mann zum zweiten Mal gebetet und ist zum Gesandten wiedergekommen. Und der Gesandte alayhi salatu wassalam hat dasselbe gesagt. Und zum dritten Mal hat er neu gebetet. Und der Gesandte sagt das nochmal. Nach dem vierten Mal, der Mann sagt, O Gesandter Allah, sallallahu alaihi wasallam, bring mir das bei, wie muss ich beten? Und wenn wir schauen, der Mann hat alles richtig gemacht. Er hat nur einen Fehler gehabt. Sein Fehler war, er hat zu schnell zwischen Intiqal der Übergänge sich bewegt. Er hat keine Pause gelassen nach der Ruku zwischen den Sejda, Niederwerfungen, ist er zu schnell, hat er sich bewegt. Das war nur sein Fehler. Und das reicht schon, dass Allah sein Gebet nicht annimmt. Wie ist es dann, wenn unsere Wudu ist nicht vollständig? Wie ist es dann, wenn unsere Kleider nicht sauber sind? Unsere Herzen nicht rein sind vor Sünde und Schirk und Beigesellung und Nifaq, Heuchelei? Wie ist es dann, wir stehen im Gebet und haben Unrecht getan anderen Menschen? Und wir rufen Allahu Akbar an und noch vor 5 Minuten hast du gelogen. Noch vor 5 Minuten hast du Betrug gemacht, Verrat gemacht mit deinen Blicken, mit deiner Zunge, mit deinen Händen. Deshalb, liebe Geschwister im Islam, Allah sagt im Koran al-Kerim, dass sie werden sagen, die Höllenfeuer, warum sie in der Hölle sitzen, weil sie gehörten nicht zu denen, die beten. Weiter im Vers sagt, und wir haben nicht die Armen gespeist. Das heißt, du musst mit Armen zusammen sein. Willst du ins Paradies kommen? Willst du dich von der Höllenfeuer befreien? Dann mit wem bist du? Du musst mit den Bedürftigen sein, mit Miskin, mit mittellosen Menschen sollst du zusammen sein. Mache für die jeden Tag was Gutes. Spende ist nicht nur einmal im Jahr. Zakat ist Pflicht einmal im Jahr, wenn ein Nisab, eine Mindestmenge erreicht ist. Aber gute Werke wie Infaq, auf Allahs Weg Spenden zu geben, ist wichtig, liebe Geschwister. Die haben nicht gesagt, wir haben keine Zakat bezahlt. Sie haben gesagt, wir haben die Armen nicht gespeist. Darum sitzen wir in der Hölle. Das war ihre Schuld. Deswegen, wie viel hast du Beziehung mit Armen? Wie viel versuchst du den Bedürftigen zu helfen? Sei es in der Verwandtschaft, sei es um dir herum, sei es deine Landsleute, sei es andere Geschwister Muslime. Wie viel ist dein Einsatz für sie, dass sie genauso satt werden sollen wie du? Dass sie genauso in ihrem Frühstück, in ihrem Mittagessen, in ihrem Abendessen glücklich sind und freuen auf das Essen, wie du dich freust? Es ist gewaltig, liebe Geschwister. Und dann das Dritte, sagt Allah Azza wa Jalla über die Höllenfeuerbewohner, warum sie in der Hölle sind. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِدِينَ. Wir haben Geschwätz getrieben
mit den Schwätzenden. Was heißt das? Yani, wir waren mit der Mehrheit zusammen. Mehrheit. Mehrheit der Menschen beschäftigt sich mit nutzlosen Sachen. Und ich habe mich mit denen beschäftigt. Heute 1 Milliarde Menschen benutzen Facebook, ich benutze auch. 1 Milliarde Menschen benutzen YouTube, ich muss das auch haben. Jeder hat iPhone 6, ich muss das auch haben. Jeder hat das, ich muss das auch machen. Ich war mit der Mehrheit zusammen. Die Mehrheit geht in die Hölle oder ins Paradies. Allah sagt, und die meisten Menschen wissen nicht. Und die meisten Menschen sind undankbar. Und die meisten werden nicht glauben. Und du warst mit der Mehrheit? Schau, wohin dich die Mehrheit bringt. Sei mit Haq, mit der Wahrheit, auch wenn du alleine bist. Halte dich an Allah und seinen Gesandten, auch wenn du alleine bleibst. Denn der Prophet, als er Mekka erobert hat, und er war schon mit 10.000 Soldaten Armee, hat er die Stadt Mekka, seine Heimatstadt, seinen Geburtsort erobert mit Allahs Hilfe, ohne Krieg zu führen, hat er die ganze Stadt übernommen und hat dann die Bewohner von Mekka vergeben, was sie ihm 18 Jahre lang für Ungerechtigkeiten angetan hatten. Und dann ist er noch mit einem größeren Armee Richtung Taif gegangen, um Taif zu erobern. Aber die Mushrikin, die Götzendiener, die noch übrig geblieben waren, haben sich formiert und neue Armee gebildet und haben sich bei Hunain versteckt und auf die größere Armee, was noch größer war, als die Eroberung von Mekka teilgenommen hatte, Zahl von den Armee, ist in Hunain überrascht worden von Mushrikin, die 4-mal weniger waren. Das heißt, die Muslime waren 12.000 und in Hunain, sie waren ungefähr die Mushrikin 3.000. Und der Gesandte, alaihissalam, und die Muslime wurden überrascht. Der Feind ist von den Bergen plötzlich mit Pfeilen, Steinen und mit Schwertern, mit Speer runtergekommen. Und die Muslime sind auf einmal in Durcheinander gekommen und sind weggelaufen. Der Gesandte ist geblieben. Und die Hadith-Gelehrten und die Biografie-Gelehrten, die das Leben von Muhammad sallallahu alaihi wasallam schreiben, sie haben nicht die Namen geschrieben, wer weggegangen ist, weil es sind zu viele Namen, kann man nicht alle aufschreiben. Einfacher ist, wer ist geblieben von 12.000? Sind nur 9 Sahabe geblieben. Nur 9 Sahabe sind geblieben, deswegen wurden nur diese 9 Namen geschrieben, ist leichter zu merken, als die 11.993 zu merken. Haben 91, Entschuldigung, zu merken. Das heißt, 9 Sahabe ist geblieben. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt? Der ist alleine geblieben in dem Moment. Der hat gesagt, ich bin Mohammed, Sohn von Abdul Muttalib und ich lüge nicht. Was mir Allah versprochen hat, ist die Wahrheit. Ich brauche keine Armeen, ich brauche keine Unterstützung. Allah ist mein Schutzherr. Und er wird mich nicht im Stich lassen. Daraufhin ist Jibril gekommen, der Engel, und hat gesagt, O Muhammad, alayhissalatu wassalam, Allah befiehlt, dass du sollst eine Hand voller Erde nehmen und wirf diese Sand, diese Erde auf dem Feind ins Gesicht. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht, wie Jibril ihm das angeordnet hat. Daraufhin, die Mushrikin plötzlich konnte nichts mehr sehen und ihre Sicht wurde von ihnen weggenommen. Und so hat Allah azza wa jalla seinen Diener Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Feinde alleine besiegen lassen. 3000 Mushrik hat sich ergeben. Vor wem? Vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bis die Sahabe, die weggerannt waren, wieder sich gesammelt haben. Sie haben gewundert, dass der Gesandte alleine die Schlacht gewonnen hat. Deswegen sei nicht mit der Mehrheit, die in die Irre sind. Sei mit den Menschen, die die Wahrheit folgen. Die, die ihre Gelüste Koran und Sunna gegeben haben. In Musnad bei Imam Ahmed, rahimahullah, wird berichtet,
dass der Jibril a.s. zum Propheten gekommen ist, sallallahu alaihi wasallam, und hat gesagt: O Gesandter, Allah lässt berichten, dass die letzte Teil deiner Umma, das heißt die vor Untergang der Erde leben werden, in viel Fitna hineinfallen werden. Bei Tirmizi wird genannt das Wort Fitna, sie werden viel Versuchungen haben. Daraufhin hat der Gesandte gesagt: Ja, Jibril, was ist die Lösung? Wie kann meine Nation, die nach mir kommen wird, vor Untergang der Erde, wie können sie von dieser Versuchung fernbleiben? Daraufhin hat er gesagt, indem sie zurückkommen zum Koran. Denn im Koran ist geschrieben, was vor ihnen passiert ist und was nach ihnen passieren wird. Das heißt, wir können von der Vergangenheit lernen und wir können von der Zukunft, was uns erwartet, uns vorbereiten, richtig. Deshalb, liebe Geschwister im Islam, hast du dich vorbereitet, indem du deine Vergangenheit kennst, die Menschen, die vor dir gelebt haben, was waren ihre Fehler, wo waren ihre Schwächen und hast du dich für deine Zukunft vorbereitet? Warum bist du hier? Und erfüllst du deine Aufgabe, warum du hier bist? Das ist diese Frage. Hast du das getan heute, was von dir verlangt wird? Hast du deinen gestrigen Tag und Nacht verbracht, so was von dir verlangt wird? Und dafür müssen wir leben. Dafür müssen wir uns benehmen. Und dafür sollen wir uns beeilen, liebe Geschwister. Und das vierte Zeichen ist, وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. Und wir haben das Gericht, das am jüngsten Tag was stehen wird, wo jeder Seele Rechenschaft geben wird, haben wir verleugnet. Wir haben gesagt, es gibt sowas nicht. Es wird kein nach dem Tod ein neues Leben geben, ein ewiges Leben, entweder in Belohnung oder in Strafe. Sie haben diese Abrechnung verleugnet. Und jemand, der das verleugnet, der ist schon vernichtet, liebe Geschwister. Weil jemand, der keinen Glauben mehr hat für das Jenseits, von ihm kannst du jede Schandtat erwarten, jede Übel erwarten. Jede Übel wird er tun, bereit sein, wenn er hat Versorgungsängste, wenn er hat Angst um sein Essen und Trinken für seine Unterkunft. Wir sehen das, was sie machen mit den Flüchtlingen. Wir sehen, was auf der Balkanroute mit Menschen passiert. Warum? Weil die Menschen haben Ängste. Welche Ängste? Gibt es nicht genug Sauerstoff hier? Gibt es nicht genug Brot hier? Jeden Tag wird tonnenweise Brot weggeschmissen. Gibt es nicht genug Essen? Gibt es nicht genug Geld hier? Warum haben wir diese Ängste? Weil wir glauben nicht an das jüngste Tag. Hätten wir an das jüngste Tag geglaubt und uns auf Allah Azza wa Jalla vertraut, glaub mir, wir werden andere Menschen werden. Und diese Leute hier glauben nicht an das jüngste Tag. Hätten sie geglaubt, so werden sie mit den Menschen besser umgegangen. Der Gesandte alayhi salatu wassalam, unser Prophet sallallahu alayhi wasallam, hat gesagt, vor Untergang der Erde das Beste, was du machen kannst, das Beste, wurde ihm gefragt und das auch bei Tirmizi überliefert. Das Beste, was ein Muslim machen kann. Was ist das? Er sagt, behandle die Menschen so, wie du behandeln möchtest. Wie möchtest du von den Menschen Umgang sein soll? Frag dir mal, wie soll der Umgang sein, was die Menschen mit dir tun sollen? Der Gesandte sagt, so behandle sie. Das ist das Beste, was du machen kannst. Und halte dich in der Gemeinschaft. Trenne dich nicht von der Gemeinschaft. Denn derjenige, der sich von der Gemeinschaft trennt, dem werden die Wölfe fressen. Und er wird in die Hölle alleine gehen. Deswegen, solange ihr in der Gemeinschaft seid, der Scheitan kann euch nicht brechen. Solange wir den Bruder so behandeln, wie wir es selber wünschen, behandelt zu werden, so werden wir einen Erfolg haben, liebe Geschwister. Und das fehlt uns heute. Das fehlt uns sehr.
dass wir nur an uns selbst denken. Wir sind Muslime. Das sind Eigenschaften von Nicht-Muslime. Und Islam hat uns Pflicht gemacht, dass wir sollen uns unterscheiden. Unterscheiden mit anderen. Dass wir zeigen, Islam ist besser. Wie kann ich meinen Mitmenschen sagen, dass Islam ist besser? Ich hatte gestern Anruf von einem Mönch. Über eine Stunde fast haben wir mehrmals telefoniert. Und am Ende kommt raus, er sucht die Wahrheit und ist verloren. Und er sagt, ich habe alle Wege schon versucht. Das einzige Weg, wo ich verstanden habe, ist vernünftig, ist der Islam. Nur ich sehe in Islam Muslime, die sind entweder, die ich besucht habe, notgeil oder will nur Ruhm haben oder will nur Geld haben oder ist nur politisch in eine Sache gewickelt. Ich habe nur bei der Ahlus Sunnah, bei euch, die Ehrlichkeit gesehen. Ich habe sogar in verschiedenen Ländern, islamischen Ländern gelebt, um nur zu schauen, wie sind die Muslime. Und dann haben die mich enttäuscht, dann bin ich als Mönch wieder zurückgekehrt und 10 Jahre lebe ich alleine in einem Kloster und habe mit dem Welt alle Beziehungen abgebrochen. Und jetzt bin ich wieder zu mir gekommen, um zu schauen, wo ich bin. Und will jetzt von der wahren Quelle nochmal alles anfangen. Deswegen, liebe Geschwister in Islam, glaubt ihr an Yawm al-Akhirah? Glauben wir an das jüngste Tag? Wenn ja, ist das unsere Verhalten? Wir sind Reisende. Wir sagen selber, wir sind nicht für diese Welt erschaffen. Warum? Weil wir werden sterben. Wir werden diesen Ort verlassen, ob wir das wollen oder nicht. Wenn ich einen Ort verlassen werde, das heißt, ich bin nicht für hier erschaffen worden, sondern ich wurde erschaffen für eine Mission, für eine Aufgabe, die ich hier machen muss. Und das ist mit Allah Frieden stiften. Allah vollständig ergeben. Meine Gelüste, meine Neigungen, meine Wünsche ergebe ich dem Allah Azza wa Jalla, dem Allmächtigen. Indem ich Muhammad sallallahu alaihi wa sallam folge, in der Glaube, im Benehmen, in der Anbetung, in jeder großen und kleinen Sache. Alles, was von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist, ist gut. Aber der Gesandte hat gesagt auch, es wird Fitna kommen. Es wird viel Fitna kommen. Eine Versuchung wird hintereinander kommen. Und Umar ibn al-Khattab hat diese Hadith in seiner Zeit nicht verstanden und hat gesagt, wer kann mir diese Hadith erklären, was damit gemeint ist. Und in seiner Sitzung war Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, der gesagt hat, damit ist gemeint, dass der Mann, der Mensch wird Versuchungen haben in seinem Körper, mit seiner Gesundheit, mit seiner Frau, mit seinen Kindern, in der Religion sogar wird er Fitna haben. Das heißt, wenn du siehst heute Jugendliche, die reden über Religion und haben keine Ahnung, reden über Gelehrte schlecht, sagen, der ist Jahil, der ist Mubtadi', der ist Takfiri, bleibt von dem fern, bleibt von dem fern. Wer seid ihr, dass ihr redet über Gelehrte? Redet große Themen, Angelegenheiten. Das ist Fitna. Die Feinde haben Neid auf uns, sie haben Hasad. Sie wollen unsere Länder wegnehmen. Sie wollen unsere Religion wegnehmen. Sie wollen unsere Ehre, unsere Stolz, was wir in der Religion haben, wegnehmen. Indem sie uns, unsere Jugendliche kaputt machen. Indem sie unsere Frauen kaputt machen. Indem sie unsere Männer kaputt machen. Indem sie uns von Koran und Sunna fernhalten. Indem sie uns von unseren Gelehrten, von den großen Gelehrten der Rechtsschulen, der Gelehrten, die bis heute versuchen, den Religion so zu übermitteln, wie der Gesandte alaihi salatu wassalam es gelebt hat, fernzuhalten. Und viele fallen rein. Plötzlich siehst du jemanden, der ist nicht mal 19 Jahre alt und redet über Sachen, was erst Imam Shafi geredet hat, nachdem er 45 Jahre alt wurde. Ibn Hajar hat erst geredet, wenn er 50 geworden ist. Aber heute jeder redet, was er will. Er denkt, er hat den ganzen Koran in seiner Kontrolle und in seinem Wissen. Und er weiß nicht mal, was ist Mekki und Medeni.
Unterschiede, Arten von Tafsir, er kennt nicht mal. Er hat nicht mal 5 Tafsir-Bücher gelesen, aber redet über alles. Und das schadet uns. Redet im YouTube, redet im Fernsehen, redet in Medien, redet in der Moschee. Schreibt Sachen, verbreitet Lügen und falsche Informationen über andere Geschwister. Du bist in Fitna gefallen. Du glaubst nicht an Jenseits. Weil hättest du an Jenseits geglaubt, du hättest dich nicht so verhalten. Glauben heißt nicht mit Zunge. Glaube sollst du mit Taten zeigen. Die Sahabe, wenn sie gesagt haben, La ilaha illallah, das haben sie mit Körper bewiesen. Sie haben ihre Körper, jeden Atemzug, ihre Besitz, ihre Leib und Seele für diese Sache gegeben, ohne was zu erwarten, ein Ruhm, ein Dank, ein Lob zu bekommen. Sie haben gesagt, mein Geschäft ist mit Allah Azza wa Jalla. Aber heute, wir sind so in schlimmen Zeiten, dass die Fitna jeden getroffen hat. Und keiner will sagen, stopp, es reicht. Lass uns zurückkehren. Denn der Gesandte hat gesagt, was Jibril a.s. ihm berichtet hat. Wir können nur gerettet werden, wenn wir zurückkehren zum Koran. Vollständig. Alle. Zusammen. Vernünftig. Ohne zu übertreiben. Ehrlich zu sein. Und das ist der Unterschied zwischen uns und der Gefährten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Sie sind ehrlich gewesen. Sie haben nicht nur gesprochen und behauptet, sie haben es ausgeführt, auch wenn es schwer war. Und es ist schwer. Und das ist aber gewaltige Belohnung. Deswegen sagt der Gesandte alaihi salatu wassalam, derjenige, der vor Untergang der Erde diese Religion festhält, er kriegt die Belohnung wie die 70 Männer. Es ist schwerer als ein Feuerglut festzuhalten. Diese Religion heute zu praktizieren, ist schwerer als das Feuer im Hand zu halten. Aber wer das schafft und geduldig ist und die Belohnung bei Allah erwartet, er kriegt Belohnung wie 70 Männer. Daraufhin die Sahabe haben gefragt, 70 von ihrer Zeit Männer oder von unserer Zeit? Daraufhin hat der Gesandte gesagt, von eurer Zeit, von euch 70. Möge Allah Azza wa Jalla uns das Geduld geben. Möge Allah Azza wa Jalla uns das richtige Gebet geben. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد Liebe Geschwister in Islam, Allah Azza wa Jalla berichtet erst über sich selbst und dann über seine Engel. Und dann hat er das auch uns Pflicht gemacht, den Gläubigen, dass wir diese Segengrüße an dem Gesandten erwähnen sollen. Und wenn Allah mit sich selbst anfängt, dann zeigt das, diese Angelegenheit ist gewaltig, groß bei Allah Azza wa Jalla. Dass der Platz von Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ist was ganz, ganz Besonderes. Unterschätzt ihn nicht. Unterschätzt den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht. Denn der wahre Muslim, der hat den Gesandten vor seinen Eltern gebracht und liebt den Gesandten mehr als seine eigenen Eltern, mehr als seine eigenen Kinder, mehr als seinen Besitz, mehr als sein eigenes Leben. Allah der Erhabene sagt im Koran al-Karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-Nabi. Ja, ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Und der Gesandte sallallahu alayhi wa sallam sagt, wer mich einmal erwähnt mit Segen, so wird Allah azza wa jalla ihn bei sich 10-mal erwähnen. Man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi ashara. Und der Gesandte sallallahu alayhi wa sallam hat uns auch beigebracht, wie wir das Segen zu ihm machen sollen und damit wir nicht erfinden sollen und eine Erneuerung in der Religion machen sollen, ist es uns Pflicht, nur so den Segen auszusprechen, wie der Gesandte alaihi salatu wassalam uns das beigebracht hat, indem er gesagt hat, so sollt ihr sagen, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Und der Gesandte sagt, am jüngsten Tag wird derjenige mit dem sein, den er auch hier geliebt hat.
Deswegen erwähne und zeige deine Liebe mit Segen zum Gesandten alayhi salatu wassalam, dass du auch mit ihm am jüngsten Tag zusammen bist. Denn er wird uns nicht durch unsere Gesichter erkennen, sondern er wird uns erkennen durch unsere Niederwerfungsplätze, Zeichen im Gesicht, durch unsere Wudu, was glänzen wird an den Körperteilen, durch das Segengrüße, was wir dem Gesandten alayhi salatu wassalam erwähnen, so wird er uns erkennen können und zu sich rufen werden. Und an dem Tag, wo die Menschen besoffen sind, obwohl sie nichts getrunken haben, wo ihre Augen verdreht sind und durcheinander sind, wo ihre Herzen an der Kehle sitzen und schlagen, so wirst du in Sicherheit und Schutz sein. Denn Allah Azza wa Jalla hat für die Gläubigen eine Sicherheit geleistet und versprochen. Er ist unser Schutzherr im Diesseits und Schutzherr auch im Jenseits. Möge Allah Azza wa Jalla uns seinen Schutz gewähren in Dunya und Akhira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna لنكونن من الخاسرين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار او الله wenn unter uns ein Bruder ist, eine Schwester ist, der krank ist, der Sorgen hat, Probleme hat, so mache seine Krankheit gesund, ohne zu verspäten, so schnell wie möglich, ja Rabbel Alamin. Wenn wir jemanden haben, der hat Krisen und Sorgen, so löse seine Sorgen und Krisen und gib ihm einen ruhigen, friedlichen, besseren Zustand als jetziger Zustand. Ja Rabbi, vergebe unseren Toten, die gestorben sind von muslimischen Männern und Frauen, von Verwandtschaft, die als Muslime gestorben sind. Möge Allah Azza wa Jalla uns im Diesseits das Gute geben. Und das Gute ist, das Iman zu besitzen, das Taqwa zu besitzen, eine Gesundheit zu haben, dass man für Religion verwendet, eine Jugendzeit zu haben, dass man damit Ilm, Wissen und nach dem Dawah, Allahs Weg zu rufen, sich beschäftigt. Möge Allah Azza wa Jalla uns das Gute in Akhira geben. Und das Gute im Akhira ist seine Zufriedenheit, seine Barmherzigkeit, das Paradies, das ewige Glückseligkeit im Jenseits. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin wa aqim as-salah. Sabilud dumu'i sabilun murih tana ada ya sahi kay tastarih wa bus ad-du'a al-khafi as-sarih يا ساك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا ساك الفضاء الرحيب الفسيح